okay. Ich dachte jetzt gerade, es ist hier ein Werwolf. Nee, das sind Leichen. Das ist jetzt die Frage, habe ich das bei jedem Raben, dass ich da was kriege? Ja. Also letztendlich, das ist jetzt 38 Schuss. Okay. 240. Und die haben wirklich jetzt eine Leichen dran, die haben einfach... Oh Gott, diese Bestien. Was ist bloß für ein kranker Ort, ja. Was ist das bloß für ein kranker Ort, das sehe ich auch so. So, echt warte mal. Geil. Ich höre hier was. Das links, also durch die Kopfhörer, die ich habe, lässt sich das relativ gut verorten. Naja, dass das links ist, das kriege ich auch noch zu Ohren. Ich hätte gerne meinen anderen Kopfhörer, weil da habe ich einen Surround-Sound. Den habe ich aber jetzt hier leider Gottes. Mal kurz nach rechts, das war gerade sehr laut an dem Busch da. Runter. Mal hier irgendwo, da ist er. Das nervt, wa? Deswegen hier Munitionverschwendung. Kling! Wissen wir eigentlich, wie viel es gibt? Nee. Also, da habe ich gar keinen Schimmer von. Komm mal her, bestimmt die Ziegenwaffe dafür oder so. Die Goatuator. The Goat. The Goater. Okay, jetzt geht es wohl zum Schloss. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Ranzen, Alter, ey. Boah, ja, dann hält man ganz gern drei Sprotten. Dann nehme ich noch irgendwie die ungarische Salami. Zieh dich in aller Ruhe um. Der Shop. Ich habe gerade aufgestockt. Ankauf. Also, wir haben ja eine Menge gesammelt. Mir fällt übrigens gerade ein, ich habe im Dorf ein paar Sachen vergessen. Ja, weil ich weiß zumindest, wo noch ein weiteres Kristallfragment im Dorf war. Aber wir kommen nachher nochmal hin. Ah, das stimmt. Hier, weil die Dinger bringen nämlich richtig Kohle. Ja, wenn wir die hier nicht verkaufen. So, erste Hilfe, Pistole, Lemi. Guck mal, jetzt kriege ich nämlich dafür 4000 Pizza. 4700 Lei. Na dann, auf geht's. Schwere Zeiten, Ethan. Das ist die Frage: Kaufen wir Waren? Also so erweiterte Magazine beispielsweise und sowas alles. Oh. 9000 kostet? Ich glaube, das geht über deine finanziellen Mittel hinaus. Zum Glück, ich wollte es mich gar nicht kaufen. 9000 kostet der Kram, das ist ja krass. 1000 für eine Munition kann ich 8 Schuss mehr kaufen. Das ist ja ganz schön teuer. Heftig, ja. Hier haben wir einen größeren Koffer für 1000. Nee, für 10.000. Nicht kaufen. Meine ich ja, 10.000. Könnten wir uns jetzt eh nicht kaufen. Was ist das hier? Ach! Hier kann ich, die für 3 kannst du dir. Baupause, ne? Genau. So ein Bauplan. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, ne? Ich glaube auch. Das würde ich investieren. Aber lass uns mal ganz kurz nochmal gucken, was wir Feuerkraft bei der Werkstatt haben. Ich biete jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen an. Also, bin dafür immer sehr schnell die Pistole irgendwie feuerkrafttechnisch zu pimpen, einfach weil du die, ja, ich weiß, aber du effektierst, du effektierst die Patronen, ne, im Verhältnis zu den abgefeuerten Schüssen. Ja, mehr Power, weniger Kugeln, mehr Munition nachher. Das sind 10% für 6.000. Ja, aber sind vielleicht 2 Kugeln weniger, die wir verschießen müssen. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Na gut. Auf Wiedersehen. Ja, der ist schon echt eklig, wa? Irgendwie. Alter, mit den dicken Füßen, Alter, die. Oh. Ah, möchte ich ihn doch mal lieb haben. Nee. Den Duke. Also, jetzt sind wir hier so durchgerannt. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas links, rechts, oben, unten? Nö. So, willkommen in Castle Wolfenstein. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Schauen wir mal rein.
Aua! Aha. Okay, jetzt kennen wir ja den Raum, ne? Schloss Dimitrescu. So, lass mich... Okay. Dein Ernst? Alles klar. Okay, wir kommen hier nicht mehr raus. Nice. Könnte Rose hier sein? Blindenmunition. Das ist erstmal die unschätzbaren Reliquien kaputt machen. Ja, genau. Das gucken wir uns gleich an. So, Three Daughters. Bella, Cassandra und Daniela. Daniela. Mhm. Daniela, Daniela. Dani. 500 Lei. Nichts passiert. So, was haben wir hier? 5. Januar. Rednick. Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. 28. Januar. Miranda. Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar. Der Duke. Geschäftsgespräch. Okay. Ja, das Areal kennen wir eigentlich schon, ne? Aber ebenfalls aus der 2. Demo, The Castle. Dort konnten wir uns hier ebenfalls auch schon bewegen. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, dann, also wenn das ähnlich ist wie beim Dorf und auch wieder bei der Demo. Denn... einfach so Prolet erstmal rein in die Bumsbude, erstmal alles in den Arsch gemacht. Genau. Erstmal ihr mit die Glasscheibe kaputt gemacht. Komm hier. Bin ja wohl nicht. Hast du noch mehrere Art und Weisen zu slicen? Ah, ja. Hier kannst du... Stich, Junge, Stich. Und das ist dann... Zack. Gibt 2. Nice. Wow. Was war das? Der Duke jetzt, wa? Oder? Eigentlich ja, aber der sitzt noch nicht da. Okay. Was machen wir hier kurz? Willst du noch mal reingehen hier schon? Ja. Nehmen wir uns ein paar von seinen Würstel, die da hängen. Aber ich, ist das hier? Nordsteins Labyrinthe. Nordstein, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe: das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und der eiserne Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweilig speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Norsteins, ihr geliebten Frauen, handeln soll. Labyrinthe sind ihre Gräber. Okay. Okay. Was ist das denn? Das ist die Labyrinthe? Na, da brauchen wir wahrscheinlich jetzt erstmal eine Kugel für, ne? Mhm. Okay. Hm. Speichern tun wir gleich. Nee, das machen wir gleich. Wir kommen gleich schon mal wieder. Okay. Ich will einmal erhöht den Thrill etwas hier wieder. Ich will ein... Okay, ist doch ein bisschen anders als in der Demo. Scheiße. Oh nee, okay, komm, wir speichern doch. Okay, hast mich überzeugt. Ah, schön. Einmal kurz sicher gefühlt. Oh nee, ist doch nicht wie geplant, denn ich doch wieder zurück. Nee, ich wollte eigentlich da durch und wollte noch den Kristall da holen und Le Ring, der eigentlich da versteckt sein sollte, um später da durchzugehen, um die eine Tür zu öffnen, aber scheint denn... Wo bin ich hier? Also, wie geht's jetzt weiter? Wir müssen nach oben. Nee, da gehe ich nicht hin. Da, wo die Schreie herkommen. Da gehe ich nicht hin. Oh, finde die 4 Engel, Antlitz und du wirst errettet? Was ist denn jetzt los?
Suchst du nach Rose? Männliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Lass mich runter! Und jetzt? Ja, umsehen. Ja, klar. Dann sehen wir uns mal um. Gut. Oh, nee. Oh, komm, Alter. Okay, ich drück mal C. Vielleicht kann ich mich ja heilen. Die sind doch völlig krank. Okay, also das war jetzt schon wieder geil. Das war schon wieder geil von der Sinn. Die sind doch total krank. Ja, das ist doch... Als ob er da noch was machen kann. So, also jetzt muss ich an der Stelle muss ich mal sagen, also jetzt klar, Resident Evil, Monster, Zombies, Vampir, Frauen, Werwölfe, mal wirklich hin und her irgendwie, ja. Aber was der Typ einsteckt irgendwie und dann immer noch, ich mach mal weiter, ich alles ja kein Problem, irgendwie, der hat sich gerade komplett die komplette Hand durchgeschnitten. Beide. Und also, ja. Das, also du bist dann, also theoretisch, also er muss bluten wie Sau, irgendwie. Ne? Ja, weil die haben ihn ja auch transportiert mit diesen Haken an den Füßen, also an seiner Achillesferse oder keine Ahnung, wie sie Waden oder irgendwas drin war. Also es ist, also da denkt mir auch so, okay, alles klar, gut, das ist hier ein halber Folterporn, Alter. Also das ist, da kann man ja auch mal einen Step zurück nehmen irgendwie. Also das ist mal, geht mal vom Gas, Freunde, hier irgendwie. Das ist, jetzt wird es ja langsam ein bisschen albern hier. Oh, Junge, 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 Junge. Ja, okay, und hier hat die Demo gestartet, ne? Ja, aber ohne diese Verletzung. Also du hast hier das Weinglas gesehen, war toll. Das hat recht viel Kohle gebracht. Mhm. Bei dem Duke. Dem Duke. Hab ich eigentlich trotzdem noch? Ah, okay. Okay. Die Sachen haben wir wenigstens noch. Du könntest ja nicht mal in die Hand nehmen jetzt. Das würde ja nicht mehr gehen, ne? Alter. Naja. Die Sachen kann ich kaputt machen. Ja, das wusste ich gar nicht. Die Tarnkerze, das geht nicht. So.
Ja, lecker, lecker. Lecker, lecker. Ich brauche unbedingt einen Dietrich. Also ich weiß nicht, wann wir den Dietrich bekommen. Ja, hier kommen wir, hier gehen wir nachher durch. Was ist hier? Babies of the Harvest. Bei der Ernte. Oh, guck mal, die tanzen aber schön. Naja, guck mal, was sie ernten. Achso, okay. Ich gehe wieder weg. Das ist, gut. Dann gehe ich mal lieber durch den Kamin. Absolut. Und denke mir, schöne Sache. Sag mal, wenn ich so einen Kamin habe, ja. Dann wird der Abzug doch nach oben da sein, wa? Okay. Also selbst das würde so nicht funktionieren. Nee, deswegen, ich wollte gerade sagen, das funktioniert nicht. Oh, so. Rostige Reste, genau. So, können wir doch eigentlich gerade noch irgendwas mixen? Bestimmt, zum Basteln? Oder? Also wir könnten uns, oh ja, guck mal hier, so einiges. Vielleicht also sollten wir uns mal eine Heilung noch basteln, wa? Haben wir Heilung da? Ich glaube, wir haben Heilung sogar da. Einmal. Cool. Haben wir noch eins, ne? Aber wir können ruhig, hast du recht, wir können ruhig mal ein bisschen auf Heilung gehen hier. Weil ich kann hier insgesamt dreimal Heilung herstellen, wenn ich wollen würde. Also hier, könnt ihr jetzt nochmal drauf drücken. Und jetzt sogar immer noch für eine. Ja, mach mal nicht so viel, dass wir vielleicht noch ein bisschen Chemikalie für die Patronen da haben. Und da kann ich noch nichts machen, weil die habe ich nicht erlernt. Ich kann nur die Sachen machen, die ich hier unten erlernt habe. Naja, ich krieg von den Patronen. Achso, genau, da brauche ich ja keine Chemikalie für. Alles klar, Schießpulver und Rost, der Rest sind zwei andere Sachen. Okay. Deswegen, weil du andere Munitionssachen herstellen kannst, also wie jetzt Schrotflinte und so einen ganzen Kram, brauchst du natürlich auch andere Materialien gegebenenfalls. So wie, weiß nicht, vielleicht finden wir ja noch sowas wie einen Granatwerfer oder so. Wäre ja auch ganz geil. Würde ich mich freuen drüber. Granatwerfer? Ich glaube, was hier finden wir eher so ein Flock-Gatling oder irgend so eine Scheiße. Der wäre auch geil. Flock-Gatling wäre wirklich geil. Das würde ich feiern. Das würde ich wirklich feiern. Da hätte ich da. So, dann machen wir erstmal hier hinten wieder die Tür auf. Aufschließe. Genau, jetzt können wir nämlich hier durch, genau. Gibt's wieder Schießpulver. So, hier ist doch wieder eine Vase. Vielleicht versteckt sich ja da was. Nö, nö, nö. Schade. Flüchtige Chemikalie? Chemikalie? Ja, hier gibt's nämlich noch ein Kristallfragment. Wo haben sie was hingebracht? Ach ja, das waren ja die Dinger, genau. Das waren ja die vier Engel. Guck mal, da ist der Duke. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Ja, wir können auch was verkaufen, haben wir noch nicht, ne? Ja doch, wir haben jetzt ein Kristall und das Weinglas. Guck mal, es gibt 3,5 und 2. Es gibt 5,5. Also. Nicht zufrieden. Aber wieder 8.400, wie vorhin. Das ist dein fairer Preis. What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Geil, geil. Das ist eine coole Anspielung auf Resident Evil Teil 4. Und zwar findest du auf dem Verkäufer. Und der sagt das. What are you buying? What are you buying? Genau. Schön. Welcome. Ziemlich cool. Ich bin immer noch am Rätseln, ob ich mir hier diese Blaupause kaufe. Weil ich mag die Flinte. Na, dann machen wir's. Ja, es kostet aber 3.000. Ich finde das auch wieder übertrieben. Naja. Und dann müsstest du ja auch wieder gucken, dass sie hier wieder. Vielleicht haben wir ja schon was dafür da.
Komm, lass uns kaufen. Wenn du willst, kann Strange. Ich deine Bis nächstes Mal. Dann lass mal gucken. Schießpulver, rostige Reste und flüssige Chemikalien. Guck mal, kann ich sogar ein paar herstellen. Und nochmal. Ja. Und nochmal. Nice. Ich liebe die Flinte. Ich dachte, das warst du gerade. Was war das gerade, Alter? Das war er hier. Ich war kurz eingelassen, oder was? Und ich dachte gerade so, von wegen, es kommt von dir. Oh. So, oh. Nee, ausnahmsweise war ich's nicht. Okay, Benni, was ist der Plan? Wo gehen wir jetzt hin? Wir speichern. Ja. Und beenden für heute.